Ja, guten Abend miteinander, liebe Gäste hier in der Zentralbibliothek im Hermann-Escher-Saal vor Ort und ein herzliches Willkommen auch an alle, die uns jetzt im Livestream über den YouTube-Kanal der Zentralbibliothek hören. Herzlich willkommen zu diesem Gesprächsabend mit dem Architekten Max Dudler. Ein Gespräch über Bibliotheken und ihre Architektur aus Anlass des Erscheinens des Bandes Libraries and Their Architecture in the 21st Century. Ich halte es hier einmal hoch, gerade frisch erschienen, und Sie sehen dort auch noch einmal den Titel in groß. Das Buch ist eine Publikation der Mirsch Süß Architectural Offices Zukunftsstiftung in Dresden, einer Stiftung, die sich den Zukunftsfragen von öffentlicher Architektur, Stadtplanung und sozialer Innovation widmet. Und Fokusthema der Stiftung war in den Jahren 2017 bis 2019 Bibliotheken als Verkörperungsorte der Wissensgesellschaft und ihr Wandel von verborgenen Medienspeichern und Orten der zurückgezogenen, stillen Wissensarbeit zu Plätzen der lebendigen Interaktion, der gesellschaftlichen Innovation, der Kreativität und des Wissensaustausches. Und dies alles vor dem Hintergrund der exponentiell angestiegenen Verfügbarkeit von Informationen durch die Allgegenwart des Netzes. Das Interesse der Stiftung fiel auf Bibliotheken, weil sich hier die gesellschaftliche Verantwortung des öffentlichen Bauens und der Art und Weise, wie Architektur gesellschaftliche Bedürfnisse aufnehmen und kommunitäre Wandlungsprozesse unterstützen kann, in ganz besonders klarer Weise kristallisiert. 2019 fand dann in Venedig auf Einladung der Stiftung ein internationaler Kongress statt, der Architekten und Designer, die Bibliotheken entworfen, gebaut und ausgestattet haben, mit Exponenten der Bibliothekswelt ins Gespräch brachte. Ergebnis dieses Dialogs ist das heute an diesem Knowledge Talk vorgestellte Buch, das eben vor wenigen Wochen im Verlag De Gruyter erschienen ist. Im Band wird der Wandel der Funktion von Bibliotheken, und zwar wissenschaftlichen wie öffentlichen, mit seinen Konsequenzen für die Anforderungen an eine moderne Bibliotheksarchitektur aus Sicht von Bibliotheksexperten beschrieben und einer Sammlung von Essays von Architektinnen und Architekten gegenübergestellt, in denen diese ihren Zugang zum Entwerfen und Gestalten von Bibliotheken beschreiben. Und zwar den Gebäuden in Wechselwirkung mit der umgebenden Stadt, ebenso wie zu den Funktionen im Inneren des Baukörpers. Es werden exemplarische Projekte vorgestellt in diesem Band, und wie es sich für ein Buch über Bibliotheksarchitektur gehört, ist der Band auch großzügig bebildert. Drei Leitlinien, unter denen die Analysen und Gedanken in diesem Band stehen, scheinen mir hervorzuheben. Zum einen, das Verständnis der Zukunft der Gesellschaft leitet sich aus ihrer Tradition her, wird mehrfach gesagt. Nur durch die Präsenz der kulturellen Tradition, des Erbes der Überlieferung in Texten und Artefakten, lässt sich die Zukunft von Bibliotheken verstehen. Bibliotheken, die gleichsam als Atmungsorgane der Gesellschaft arbeiten, die die neuen Formen der Wissensgesellschaft in sich aufnehmen. Zweitens, der Funktionswandel. Die traditionelle Funktion der Aufbewahrung und Bereitstellung festgehaltenen Wissens, das gleichsam in unzähligen Momentaufnahmen der menschheitsgeschichtlichen Entwicklung gespeichert worden ist, wird heute ergänzt durch den fluiden kommunikativen Austausch in der Bibliothek, das kreative Zusammenwirken von Individuen und Gemeinschaften und das produktive Schaffen von Innovationen durch Bürgerinnen und Bürger, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Wissensproduzentinnen und Produzenten aller Generationen und kulturellen Hintergründe. Und diese Prozesse der Aneignung und Kreation sind in der Bibliothek als Ort auch von den Technologien des digitalen Informationszeitalters durchdrungen, die ihre Präsenz im Bibliotheksraum markieren. Drittens, Bibliotheksexperten kennen die Entwicklung der Bedürfnisse ihrer Nutzerinnen und Nutzer. Daraus leiten sie Aufgaben ab, die das Gebäude Bibliothek heute erfüllen muss, um die neuen Funktionen zu ermöglichen, zu erleichtern und ästhetisch erfahrbar zu machen. Bibliotheksarchitektur bietet Antworten auf diese Aufgaben
Und damit einhergehen muss auch ein adäquates Design, eine Innengestaltung mit Elementen, die dem Funktionswandel ebenso Rechnung tragen wie die Formensprache und die Orientierungsqualität des Baukörpers. Zu den Rednern der Veranstaltung in Venedig, die nun auch Autoren in diesem Band sind, gehörte auf der Seite der Architekten auch Max Dudler, der in Zürich lebt und unserer Einladung gefolgt ist, aus Anlass dieser Neuerscheinung sich hier in der Zentralbibliothek mit Rudolf Momenthaler und mir über seine Bibliotheksprojekte, vor allem aber über seine Vorstellung zu unterhalten, warum Bibliotheken für ihn ein so interessanter und lohnender Gegenstand seines Schaffens sind. Professor Rudolf Momenthaler hat zu Beginn dieses Jahres sein Amt als Direktor der Universitätsbibliothek Zürich angetreten, die im kommenden Januar als organisatorische Zusammenführung der dezentralen Bibliotheken der Universität Zürich ihren Betrieb aufnehmen wird. Und er war bis Ende 2020 Direktor der Zentral- und Hochschulbibliothek in Luzern. Mein Name ist Christian Oesterheld. Ich leite seit 2018 die Zentralbibliothek Zürich, in der wir uns heute Abend getroffen haben, die einerseits die zentrale Universitätsbibliothek der Universität Zürich ist und andererseits Kantons- und wissenschaftliche Stadtbibliothek von Zürich und mit ihren über 6 Millionen Bestandseinheiten eine der großen Bibliotheken der Schweiz. Nebenbei bemerkt, die Zentralbibliothek und die künftige Universitätsbibliothek sind ab dem nächsten Jahr gemeinsam für die Literatur- und Informationsversorgung der größten Universität der Schweiz verantwortlich. Und wir wollen als zwei Bibliotheken diese Herausforderung in enger Kooperation und Verzahnung unserer beiden Organisationen aufnehmen und so einen neuen Library Hub hier am Wissenschaftsplatz Zürich bilden. Max Dudler hat in der frühen Phase seines Schaffens in den 1980er Jahren zunächst mit Oswald Matthias Ungers gearbeitet und arbeitet seit 1986 als selbstständiger Architekt. Sein Renommee ist international und er führt Architekturbüros in Berlin, wo der Hauptsitz ist, in Frankfurt, in München und hier in Zürich, und er lebt hier in Zürich. Weiß ich nicht. Nicht? Überall lebe ich ein bisschen. Er lebt überall ein wenig, sagt er gerade, genau. Er lehrt zudem an der Kunstakademie in Düsseldorf. Seine vor allem in Deutschland und der Schweiz realisierten Projekte umfassen zahlreiche Wohn- und Geschäftshäuser sowie Verwaltungsbauten, Museumsgebäude und andere Kulturbauten, aber auch Verkehrsbauten und Quartierprojekte in Zürich, zum Beispiel ein Baufeld des Europaallee-Quartiers und namentlich das Gebäude der Pädagogischen Hochschule, aber auch Erweiterungsgebäude in historischem Bestand in unterschiedlichen städtebaulichen Kontexten. Von seinen Bibliotheksbauten ist sicher das Jakob- und Wilhelm-Grimm-Zentrum in Berlin, die zentrale neue Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität, das bekannteste Landmark. 2009 wurde sie eröffnet, übrigens mit einer Festrede eines anderen bekannten Zürchers, nämlich des Literaturwissenschaftlers Peter von Matt. Und sie ist ein äußerst erfolgreiches, bei den Studierenden beliebtes und intensivst genutztes Gebäude in der Mitte Berlins, direkt an der Berliner Stadtbahn, zwischen Friedrichstraße und Hackischem Markt gelegen, in unmittelbarer Nachbarschaft der monumentalen Staatsbibliothek unter den Linden und der übrigen preußischen Kulturbauten im Perimeter zwischen Brandenburger Tor und Museumsinsel. Im Buch geht es aber auch um außerhalb der Architekturszene vielleicht weniger bekannte Bibliotheksbauten von Max Dudler, räumlich kleinere, weniger prominent situierte, aber dennoch sehr interessante Projekte, die in besonderer Weise mit einem besonderen städtischen Umfeld interagieren oder historische Ensemble erweitern. Da ist die Diözesanbibliothek in Münster, 2005 eröffnet. Hier noch eine Innenansicht. Dann die Bibliothek der Folkwang Musikhochschule in Essen mit diesem sehr viel verbreiteten Foto der Beleuchtung am Abend von Stefan Müller, glaube ich. Ein Foto, das in Erinnerung bleibt. Und hier das Ensemble. Wir kommen noch mal später, denke ich, darauf. Sowie die Stadtbibliothek in Heidenheim in Baden-Württemberg, hier auch mit einer Innenansicht. Und dann kommen aktuelle Bibliotheksprojekte von Max Dudler, nämlich die zentrale Universitätsbibliothek der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Ich glaube, da läuft der erste Bauabschnitt, wenn ich das richtig gesehen habe. Der Wettbewerb war 2015. Hier eine Innensicht, eine Visualisierung der Innensicht. Sowie ein Erweiterungsbau für die Staats- und Stadtbibliothek Augsburg, wo der Wettbewerb 2016 war und wo jetzt die Planungen laufen. Bevor Rudi Momenthaler und ich nun
uns im Hauptteil des heutigen Abends mit Max Dudler über Bibliotheken als architektonische Aufgabe unterhalten werden, wird Max Dudler nun zunächst einige anführende Gedanken von seiner Seite äußern. Aber ich möchte nicht schließen, ohne Ihnen noch 4 Fotos zu präsentieren in einem Band, der zur Eröffnung des Grimm-Zentrums erschienen ist, nämlich Fotos von Barbara Klemm, die diesen Band damals mit bebildert hat, wo es einmal nicht um klassische Architekturfotografie geht, sondern um die Menschen in den Bibliotheken. Bilder, die mich jedenfalls sehr berührt haben. Hier eine gemeinschaftliche Studiensituation und eine klassische Arbeitssituation, die wir, denke ich, alle aus unseren Leseseelen kennen. Aber auch so wunderbare Dinge wie dieses Bild. Und ich möchte schließen mit meinem persönlichen Favoriten, nämlich diesem stillen und irgendwie sehr schönen Bild aus dem Grimm-Zentrum. Und damit darf ich nun an Max Dudler übergeben und wir haben eine kleine Kunstpause für den Wechsel der Präsentation. Wunderbar, Sie haben da fast alles gesagt schon. Ich glaube nicht. Doch. Ups, jetzt zeigt das wieder nicht. Ich muss nochmal neu hier teilen. Ja. So. Bitte schön. Vielen Dank. War wunderbar die Einführung, weil Sie haben noch schöne Projekte gezeigt. Und das Interessante an Bibliotheken, denke ich mir, ist, dass man sich da treffen kann. Das ist, glaube ich, eins der wichtigsten Sachen. Und Bibliotheken müssen integriert werden in die Stadt. Das ist auch eins der wichtigsten Sachen, dass man nicht, dass es im Stadtraum präsentiert wird. Wir machen jetzt vermutlich die 16. Bibliothek. Und ich denke mir, dass man Bibliotheken versteht, muss man zurückgehen in die Geschichte. Und jetzt hoffentlich mache ich den richtigen Knopf, drücke ich da. Ja, das müsste eigentlich, das wechselt nicht. Ich mache das für Sie, vielleicht ja, wird es einfach weiter. Ja, genau, aber drücken Sie da. Ich weiß nicht, warum er jetzt nicht wechselt. Ist noch zeitreichend sichtbar. Das ist noch, ja, okay. Weil, so ist das nächste, ja, genau. Ne? Und ich glaube jetzt ist ja interessant, die St. Galler Bibliothek, die eine der schönsten Barockbibliotheken von Peter Thumm, 1758 gebaut. Peter von Matt, der wurde schon angesprochen, hat damals bei der Eröffnungsrede von der Humboldt-Universitätsbibliothek hat gesprochen von einem schwebenden Raumwunder. Und das erscheint mir sehr wichtig, dass man ein Thema findet für Bibliotheken, die wirklich einen Raum erzeugen, ein Thema erzeugen und zur gleichen Zeit, also nicht zur gleichen Zeit, im 9. Jahrhundert gab es ein St. Galler Klosterplan, eines der wichtigsten ersten Visionen von einer Stadt, von einem 9., also hochinteressanter Klosterplan. Und im 16. Jahrhundert war das Zentrum der deutschen Sprache. Alles in St. Gallen. Ich komme von St. Gallen, darum sage ich das. Aber interessant ist es schon, was eigentlich, wenn man es in den Raum sieht, dass es eine unheimliche Geschichte gehabt hat und dann im 1758 dieser Raum geschaffen worden ist. Also immer, dass man die Vergangenheit in die Zukunft nimmt. Das wird auch ein Thema sein, wo wir heute besprechen werden. Ich denke mir, das ist sehr interessant. Und jetzt gehe ich nochmal wieder weiter. Das kann ich jetzt. Und weil, was ich gesagt habe von Vergangenheit und Zukunft, auch ja, zum Beispiel, das ist der Innenraum, ist auch gezeigt worden von Münster und rechts in Dublin, eines der meist fotografierendsten und gezeigten Bibliotheken, wo es gibt. Aber das hat die Geschichte irgendwie, wird transformiert in einen ähnlichen Raum, aber natürlich in einen modernen Raum. Und ich denke mir, das ist eigentlich das, was vielleicht unsere Bibliotheken ausmacht. Und vom Bücherspeicher zum Ort des Austausches, das denke ich mir, das wird das Thema heute sein, wie wir eigentlich reagieren können auf diese Digitalisierung. Ich bin nicht so begeistert von der Digitalisierung, aber man kann das nicht mehr umgehen. Es wird die Zukunft sein und darum muss man sich auch einstellen auf dieses Element der Digitalisierung. Aber interessant ist, es ist auch wieder die Humboldt-Universitätsbibliothek und da sehen Sie oben rechts, von der Friedrich-Werdischer Kirche auf die Akademie von Schinkel, oben das Bild.
Und Berlin ist eigentlich ein weiter, ich rede jetzt kurz über, wie man Bibliotheken in den Stadtraum definiert. Wie man, das wird auch die Frage sein, was für eine Wichtigkeit im Stadtraum eine Bibliothek hat. Und da war ein Wettbewerb damals, vor 10 Jahren ungefähr, also 12 Jahren, und da haben 300 Leute mitgemacht und wir sind damals, gab es einen Baudirektor, der nur das 19. Jahr, die Höhe vom 19. Jahrhundert haben wollte. Wir haben, sind als einzige von den 300 Arbeiten, sind, haben wir gesagt, die Stadt Berlin ist eine ganz weite Stadt und die wichtigen Gebäude ragen raus, also geschichtlich gesehen. Und wir sind dann auf 50 Meter hochgegangen und wir haben dann hier, und das finde ich sehr wichtig, wir haben dann einen Platz geschaffen, man hätte bis an das Viadukt dran bauen können, aber nein, wir haben versucht, ein Entree zu machen, also als Platz zu diesem eins der wichtigsten Bibliotheken, wo in Deutschland entstanden ist damals. Und ich denke mir, das ist wichtig, dass man irgendwie auch den Außenraum einbezieht. Die ganze Bibliothek ist aufgebaut zwischen Friedrichstraße und der Museumsinsel und der Platz ist aufgebaut, hat die Orientierung von der Friedrichstraße zur Museumsinsel, eines der wichtigsten kulturellen Einrichtungen von Berlin. Und ich denke mir, auch die Bibliothek ist so aufgebaut, vom Platz her ist alles so parallel. Bücher, sehen Sie denn auch die ganzen Treppen, die ganze Orientierung ist so auf diesem Platz ausgerichtet. Das erscheint mir sehr wichtig bei öffentlichen Bauten, bei allen, bei Museen, bei Bibliotheken, bei Bahnhöfen. Es gibt ja immer noch so viele Sachen, was man bauen kann. Und Sie sehen diese Art der klassizistischen Anordnung von der Fassade. Aber trotzdem diese leichte Störung, wo sie die ganzen Funktionen, was innen drin passiert, weil es ein öffentliches Gebäude ist, kann man es auch wieder umgekehrt sehen. Sie sehen die Lesesäle, da, das war wieder was anderes. Das bedeutet für mich eigentlich der öffentliche Raum. Und zum Beispiel der Entwurf für die Nationalbibliothek von Boulez in Paris, das ist eigentlich ein Bild, das ist völlig überzogen, aber aus der Geschichte aus und zur Revolutionsarchitektur, aber es hat wirklich der Platz, wo die Leute sich treffen, zum Studieren, zum Diskutieren, sich auseinandersetzen und das, was Ähnliches wollten wir transformieren in der Humboldt-Universitätsbibliothek. Ich denke mir, das ist ein schönes Bild eigentlich. Da hängen die so rum, also bei Boulez da, und hängen so rum. Und ähnlich sehen Sie den in den Bildern auch, wo Sie schon gezeigt haben, von der Barbara Klemm. Weil heutzutage braucht man Räume, wo man auch rumhängen kann und miteinander diskutieren kann. Die Humboldt-Universitätsbibliothek, wo ich spreche, die war ausgelegt für 3.000 Leute pro Tag. Und normalerweise vor Corona kamen 9.000 in die Bibliothek. Wir haben ja viele Sachen mussten wir umbauen, weil der Ansturm so groß war. Und das zeigt, dass die Bibliotheken eigentlich ein wichtiger Bestandteil ist unserer Zivilisation, bezogen auf die Kommunikation. Die Zukunft, wir brauchen wieder Räume, wo sich die Leute treffen können, wo sich die Leute irgendwie. Richard Sennett hat mal ein wunderbares Buch geschrieben, Fleisch und Stein, wie sich die Leute über die Liebe, über alles, wie sich die Leute treffen im Stadtraum. Und wir müssen wieder zurückkommen auf ganz normale Räume, wo sich die Leute treffen können. Die Diskussion, wo Sie denn heute auch führen werden mit mir, geht ja darum, dass ob ein normales Haus, wo man sich treffen kann, das hinreicht. Ich finde, Bibliotheken sind immer noch so ein Ort, wo es so ein Gegenüber gibt. Darum haben wir diese Abtreppung gemacht. Sie sehen, man muss sich mal vorstellen, wenn jetzt jemand da oben sitzt, dann sieht da drüben jemand und dann hat es immer ein Gegenüber, wie Menschen auch ein Gegenüber brauchen, in der Kommunikation braucht man immer ein Gegenüber, sonst funktioniert die Kommunikation nicht. Das sind ganz einfache Sachen, was ich jetzt sage, aber die stimmen auch. So, ich gehe ein bisschen schneller weiter. Das ist halt zum Beispiel ein wunderbares Bild von der Barbara Klemm, wo wirklich die Leute so
hochkonzentriert arbeiten, aber Seidler von diesem, kann jetzt das nicht alles erklären, aber Seidler sind auch viele Räume, wo die Leute rumhängen können, Cafés, einen Bezug haben zum Außenplatz. Es ist wie so eine kleine Stadt in der Stadt, wo eine unheimliche Qualität entsteht von Treffpunkten, von Möglichkeiten des konzentrierten Arbeitens. Und ich möchte noch kurz zur Architektur was sagen, wenn Sie so ein Bild anschauen über die zeitlose Architektur. Ich möchte dazu noch ein paar Worte sagen, weil ich denke mir, es geht ja immer noch, es wird noch eine Diskussion werden, wie eigentlich die Zukunft einer Bibliothek aussieht. Ich denke mir immer, es braucht eine Haltung. Zum Beispiel, wenn Sie das Bild anschauen, das hätte auch vor 100 Jahren in Chicago oder in New York sein können, weil die damals viel weiter waren in der Architektur, glaube ich. Und das kann aber in 100 Jahren genau noch so aussehen, ist immer noch modern und die Leute bewegen sich ähnlich noch, hoffentlich. Und das ist eigentlich das, was ich sagen will über zeitlose Architektur. Und ich denke mir, das ist auch nachhaltig, muss es auch noch sein heutzutage, das ist logisch. Aber ich denke mir, das ist das Nachhaltigste, wenn Gebäude 200, 300 Jahre lang stehen bleiben. So. Das sind immer nur die wunderbaren, schlafen sie auch noch dazwischen. Sind ja alles super, oder? Und da sieht man, was ich gesagt habe, von der Ablesbarkeit, diese eigentlich sehr rationale Fassade, klassizistische Fassade, aber sehr eine emotionale, mit unterschiedlichen Funktionen, kann man ablesen. Jetzt geht es um die Stadtsilhouette und Bücherlandschaft. Das ist völlig was anderes. Das ist eine Stadtbibliothek, wo auch von vielen anderen, also von kleinen Kindern bis zu Erwachsenen, bis zu älteren Menschen, die besucht wird. Ich denke mir, das ist das beste Beispiel da in Heidenheim. Da gab es bei der, das ist ungefähr eine Stadt mit etwa 60.000 Einwohnern. Ungefähr gleich groß wie St. Gallen, oder? Oder Zürich. Zürich hat Zürich, 60. Nein, 250, oder? Oder? Ja, ungefähr. Ja. Und da gab es beim ersten Tag bei der Eröffnung kamen 50.000. Man muss sich das mal vorstellen. 50.000 kamen an einem Tag. Also die halbe Stadt strömte dahin. Und die Bibliothekskarten oder die die Eintrittskarten wurden von den Dauerkarten her, glaube ich, auf 10.000 schon gemacht. Und ich denke mir, das sind wichtige Teile. Der Oberbürgermeister hat es auch immer gesagt, da ist eine richtige neue Identität für die Stadt entstanden, mitten in Heidenheim. Das ist ein gutes Beispiel. Da gibt es Cafés, gibt einen Platz, gibt Terrassen oben, wo man austreten kann. Es ist eine begehbare Mauer. Früher ist einmal eine Stadtmauer durchgegangen. Im Zweiten Weltkrieg war die Stadt sehr zerstört worden. Aber ich denke mir, das ist auch so eine Idee, wie eine skulpturale Bibliothek aussehen kann für die Zukunft. So, das sieht man hier eigentlich sehr schön mit dem oben im Lageplan, wie das funktionieren kann. Auch die ganzen, das sieht man auch wieder, wie skulptural sowas auch von den Fensteranordnungen, von den Eingängen, das ist eigentlich alles so architektonisch entwickelt worden ist, dass es wirklich zum Thema Mauer wirklich eine Mauer geworden ist. Das sieht man auch noch hier sehr schön, diese unterschiedlichen Funktionen, Vortragssaal und das ist völlig was anderes als eine Universitätsbibliothek, denke ich mir. Das hat man noch gezeigt. Das ist zum Beispiel eine Leseskulptur für Kinder. Und die lieben das. Und das, man muss ja immer für unterschiedliche Menschen unterschiedliche Anreize bieten, dass sie denn da hingehen. Und ich denke mir, wenn man was für Kinder macht, muss es auch irgendwie so witzig sein. Da kann man aber in dem blauen Raum da drin, kann man lesen, gell? Nur das Klare ist, gell? Das ist mit dem Sternenhimmel da oben. Und ich möchte in der Campus für Zürich, die heißt es,
Pädagogische Hochschule. Die Pädagogische Hochschule, sehr gut. Pädagogische Hochschule. Da haben wir auch versucht, das finde ich eigentlich das Interessante, das sind einfach nur Bilder, wie das selber. Wir haben aber da, da sieht man jetzt, dass wir eine Bibliothek haben, einen Hörsaal und ein Casino. Und ich denke mir, die Zukunft, das wollte ich eigentlich an dem Bild sagen, die Zukunft wird sein von den Bibliotheken, dass man viel mehr Funktionen zusammennimmt. Das dänische Prinzip, das wird so momentan so genannt. Ich denke mir, das ist eigentlich das Interessante, dass wir Räume und Anlagen finden in einer Stadt, wo sehr unterschiedliche Funktionen zu einem zusammenbringt. Und das ist eh schon im 18., 19. Jahrhundert war das eh schon so. Jetzt versuchen wir das wieder alles zusammenzubringen. Weil ich glaube, das ist das Sozialste, wenn wir möglichst viele Funktionen an einen Punkt bringen. Um so Sachen geht es heute. Also, dass wir nicht nur wohnen oder arbeiten oder also diese funktionale Trennung aus den 70er Jahren, dass wir wieder versuchen, also städtebaulich gesehen, versuchen, möglichst viele Funktionen wieder zusammenzubringen. Und da gehören dann halt zum Beispiel Bibliotheken dazu, Hörsaal, Casino. In diesem Fall haben wir das im Kleinen geschaffen. Und ich finde das sowieso das Beste, was der Kanton Zürich gemacht hat, dass sie mitten der Stadt, neben dem Hauptbahnhof, eine Hochschule gebaut haben. Das von mir aus, es gibt keinen einzigen Parkplatz da, weil alle mit dem Zug kommen. Und wenn man über Nachhaltigkeit in dem Sinne auch redet, dann ist das wirklich das Nachhaltigste, was es gibt. Eigentlich gibt es nichts Besseres. Die Professoren, Sie, ihr müsst alle mit dem Velo kommen oder mit dem Zug. Ist ja was, finde ich schon gut. Und die Studenten auch. So sieht es aus, so ein Campus, ein Platz oberhalb des Einkaufszentrums. Und unten ist das Einkaufszentrum. Und das ist so der Platz. Zeichen gegen die Fragmentierung. Das ist ein interessantes Projekt eigentlich gewesen, muss man sagen, das im Tempelhofer Feld in Berlin. Da wollten sie die Landesbibliothek bauen und da hat die Bevölkerung dann dagegen abgestimmt, dass man auf dem Tempelhofer Feld nichts gebaut hat, weder Wohnungen noch Bibliotheken. Und wir haben sich, und ich rede jetzt wieder über den Ort, wo sowas entsteht. Und dieses Konzept, das wir entwickelt haben, ging es um Skulptur und Weite. Und eine Rieseninszenierung, ich finde, für Landesbibliothek an diesem Ort, das sieht man hier, das ist eines der größten Gebäude, wo es immer noch gibt, diese Tempelhofer Flughafen. Da oben rechts sehen Sie dieses große Dach, wo halbrund ist. Und da hinten sehen Sie die Bibliothek, wo diese halbrunde Form aufnimmt. Und Sie sehen die unterschiedlichen Abteilungen, wo dann in die Weite, wo diese Urbanität und Weite irgendwie manifestiert wird. Ich finde, da kriegt man ja Lust, da drin zu arbeiten, zu studieren, rumzuhängen. Und da auch diese Inszenierung, wie man, unten sind die ganzen Besprechungsräume und unterschiedliche, also im Sockel, unterschiedliche Funktionen. Und die Bibliothek wäre erst ab dem fünften Geschoss oben. Da sieht man eine Riesentreppe und da Lifte und alles, da gibt es auch. Gibt es eine Riesentreppe hoch und wenn man hochkommt, erblickt man diese wahnsinnige Weite von dem Flughafen. Das ist eine Rieseninszenierung als Landesbibliothek. Und jetzt kommt es ja zum Amerika-Bibliothek, wird sie da entwickelt, das in Kreuzberg. Gibt es bald einen Wettbewerb wieder. Und das haben Sie schon angesprochen, offen für Wandel, das ist in Gießen, die Bibliothek, da sieht man eigentlich hier sehr schön. Wir haben wie so einen Säulenwall, da gibt es immer so quadratische Stützen, sieht man auch im Grundriss, wo wir gewisse Funktionen aufnehmen. Und zwischen den Räumen, zwischen diesen Stützen, ist alles flexibel. Das ist eigentlich das Thema gewesen. Also, dass man irgendwie so aus der Historie heraus irgendeinen Stützenwall aufstellt und dazwischen ist alles flexibel. Also kann man alles hin und her. Und wir denken, gerade für so eine Universitätsbibliothek in Gießen,
ist es wichtig, dass es irgendwie auch die Zukunft irgendwie schon vorausahnen kann. Dass ja auch, ich denke mir, und trotzdem aber Architektur entsteht. Das ist eigentlich das, was wir, darum haben wir diesen Stützenwall, diesen quadratischen Stützenwall, wo die unterschiedliche Funktionen aufgenommen haben. Und dazwischen ist es flexibel. Wir bauen da noch zwei andere Gebäude, Teil haben alles über Wettbewerbe gewonnen. Also hier wird ein richtiges Campus, wo auch unterschiedliche Funktionen drin sind. Das ist jetzt Bibliotheken für Flaneure, das gibt es ja auch, oder? Wo nur durchgehen und schön. Das ist die neueste Bibliothek, die wir in Dortmund bauen. Und das finde ich ähnlich wie die in Gießen. Und die ist nur das 55, 60 Meter hoch. Oben ist die Verwaltung und unten sehen Sie, wie das funktioniert. Man kann durch das ganze Gebäude gehen, über Treppen, über Rampen. Es ist so richtig offen, Sie sehen hier sehr schön. Es ist eigentlich eine sehr offene Veranstaltung und manchmal kann man sehr konzentriert arbeiten und die Menschen laufen durch diese offene Struktur durch und bis oben, bis zu 55 Meter. Und ich denke mir, in diese Richtung, wenn man jetzt die Zukunft irgendwie bestimmen will, ich glaube, das wird die Zukunft. So, das war es jetzt ganz kurz. Vielen Dank. Ist es in eurem Sinn gewesen, der kleine Input-Vortrag, oder wie man dem sagt? Was ist? Haben Sie, hat man mich verstanden? Alles gut. Ah, sehr gut. Möchten Sie in die Mitte? In die Mitte? Nein, ja, ich möchte da sein. Jetzt los. Okay. Der Chef soll in die Mitte. Das Bild ist doch ganz schön, oder? Wunderbar, ja. Das ist auch die Bibliothek, die ich jedenfalls noch nicht auf dem Schirm hatte, das Dortmunder Projekt. Immerhin, da konnte ich was Neues zeigen. Das ist ja nicht schlecht, oder? Genau. Ja, vielleicht bevor wir in die Themen wieder einsteigen, die Sie angesprochen haben im Vortrag, fangen wir doch mit einem Zürcher Aspekt an, wenn Sie erlauben. Sie haben es gesagt, Sie betonen den Bezug zur umgebenden Stadt, aus der heraus Sie Ihre Gebäude und auch eine Bibliothek entwickeln. Und Sie leben in Zürich, da haben wir uns gefragt, fallen Ihnen eigentlich Bibliotheken in Zürich im Stadtbild auf? Erkennt man sie in der Signatur der Stadt? Wie ist es mit der visuellen Präsenz der Bibliotheken in Zürich? Ja, es gibt eine wunderbare Bibliothek, wie heißt der? Das ist, glaube ich, die Universitätsbibliothek, wo unterm oberhalb vom Kunsthaus ist, vom Calatrava. Ja, genau, die Bibliothek im Rechtswissenschaftlichen Institut der Universität. Super. Sieht man sie? Man sieht sie nicht. Ja. Das ist genau das Gegenteil, was ich vorhin erzählt habe. Ich denke mir, der Innenraum ist wunderschön, weil es ein Umbau war, in ein bestehendes Haus ist das integriert, aber ich finde, der Innenraum ist sehr interessant. Und die habe ich mir dreimal angeschaut, weil sie interessant ist. Es ist so, oder? Mit den wissenschaftlichen Bibliotheken in Zürich, also gut, die Zentralbibliothek 1914, die ist sehr gut sichtbar da in der Altstadt, aber ansonsten sind die Bibliotheken in die Hochschulgebäude integriert, in der ETH, in der Universität, auch in der PH jetzt wieder bei Ihnen, wie Sie es gezeigt haben, in der Pädagogischen Hochschule. Es ist leider viel zu klein, das stimmt schon. Wenn dann das Forum der Universität kommt in einigen Jahren, dann wird es auch mehr als nur Bibliothek sein, es wird auch wieder ein multifunktionales Gebäude sein. Also Bibliotheken als die Silhouetten der Stadt ist zumindest in Zürich nicht so prominent, vielleicht mit Ausnahme dieses Hauses, wenn man von oben... Es hat vielleicht mit der Geschichte zu tun, diese Zurückhaltung von
Zwingli, oder? Das kann ja sein. Ich sage jeweils auch, wenn man in Zürich diskutiert über Stadträume, Kasernenareal oder andere, da kommt eigentlich nie die Idee, eine Bibliothek zu bauen. In Skandinavien ist das irgendwie klar, wenn es um so einen prominenten Stadtraum geht, will man da eine Bibliothek bauen. Aarhus oder Oslo, Helsinki. Sehen Sie da auch einen Unterschied, also in der Kultur, in der Tradition, wie man überhaupt eben Bibliotheken betrachtet? Ich kenne mich mit den Nordländern nicht so gut aus, aber ich habe mich damit beschäftigt. Aber ich denke mir, ja, die Diözesanbibliothek in Münster, da gab es so viel Kritik aus der katholischen Kirche, dass man nicht ein ehemaliges Kloster umbaut, das außerhalb von Münster liegt. Da gab es viele Vorschläge. Und damaliger Bischof Lattermann meinte, eine Bibliothek für alle, auch für Nicht-Katholiken, muss mitten in die Stadt. Und ich finde, das ist eine richtige Antwort darauf. Ich glaube, Bibliotheken müssen ein Teil des Stadtgefüges sein. Und dass man auch en passant einfach reingehen kann und irgendwie sich ausruhen kann oder studieren kann oder Leute treffen. Ich denke mir, das ist die Zukunft, dass man solche Orte wieder entwickelt. Und das sehen Sie also auch für wissenschaftliche Bibliotheken? Sie haben das ja gezeigt, oder? Alle Bibliotheken. Und wie Sie, ich meine, da die letzte, wo ich gezeigt habe, da in Dortmund, das ist, da wollte man eigentlich nur ein Zeichen setzen, das ist ein völlig verhauenes Gebiet, die Universität, aus den 70er Jahren. Aus den 70ern, ja. Aus den 70er Jahren. Und wir wollten wirklich ein Zeichen setzen, so einen Turm dahinsetzen, dass es so wirklich so eine Struktur gibt, wo man sich auch treffen kann, wo man von überall sieht, da kann man sich orientieren. Ich denke mir, das ist wichtig heutzutage. Die Zürcher schaffen das schon noch irgendwann. Im Forum? Also wenn wir vielleicht bei diesem Thema sind, dem Wandel der Bibliothek vom vorrangig Medien- und Bücherspeicher zum sozialen Ort von Austausch, Begegnung, Dialog. Sie schreiben, glaube ich, auch vom Streunen in der Bibliothek. Libraries as places to stroll ist das in Ihrem Beitrag im Buch. Dann betonen Sie aber auch den Lesesaal als Herzstück der Bibliothek. Wir haben es gesehen, an Ort der Konzentration, der stillen, introvertierten Arbeit, von individueller, gar intimer Kreativität. Und nicht umsonst gibt es einen historischen Ausgangspunkt. Wir haben das gesehen in einigen Ihrer Beispiele im monastischen, im klösterlichen Kontext. Sie haben auch Trinity gezeigt, Dublin, in der Tat wohl die meist fotografierte Bibliotheksraum der Welt. Und das ist auch der Gravitationspunkt Ihrer Bibliotheken, genauso im Grimm-Zentrum. Ja. Uns würde interessieren, auf welche Weise Sie diese beiden Aspekte verbinden können, also den sozialen Ort mit den Achsen des Flanierens und der Bewegung und diesen kontemplativen, nach innen gewandten Ort der Konzentration und der geistigen Arbeit. Man könnte das so sagen, weil es ist schon wichtig, dass man ein Haus für das Buch baut. Also bin ich überzeugt, dass man das Buch nicht vernachlässigen darf. Und ich denke mir, ein Lesesaal ist eigentlich das Herzstück, wo man auch Bücher anschaut oder Bücher braucht für das Studium, für die Wissen, also sich auseinanderzusetzen. Und ich glaube, dass das Buch immer noch wertvoll ist, bezogen auf unterschiedliche Betrachtungsweise für eine Arbeit. Beim Digitalen müssen Sie ja das, wie beim Buch auch vermutlich, viel mehr suchen, aber Sie haben keine direkte Vergleichsmöglichkeit, wenn Sie 3-4 Bücher nebeneinander haben. Ich denke mir, das Buch auch, wir haben den ersten Verlag gebaut, 1900, den S. Fischer Verlag in Frankfurt haben wir gebaut, und darum möchte ich schon für das Buch reden, unter anderem. Weil ich denke mir, darum soll das Herzstück eigentlich immer als eine Haltung zum Buch sein, eine Haltung zum Raum sein, eine Haltung zur Idee, dass ein paar Leute sich zusammensetzen und studieren. Und ich denke mir, das ist ein wichtiger Bestandteil einer Bibliothek. Dass diese Haltung, ich möchte das wirklich betonen, es gibt Tendenzen, auch Bibliothekare, vielleicht gibt es auch da hier drin viele Bibliothekare, die sagen, ja, am besten machen wir ein Einkaufszentrum als Bibliothek. Habe ich schon ein paar Mal gehört. Dann kommen viele Leute dahin und kaufen ein und können auch nur ein Buch lesen oder so. Ich meine, das ist schrecklich eigentlich, wenn wir alles zulassen, wenn alles beliebig wird,
dann ist die Bibliothek am Ende, also aber vieles auch am Ende. Und das ist mein Standpunkt. Aber ist diese Multifunktionalität, die Sie vorhin ja eigentlich als Zukunft beschrieben haben, nicht relativ nah bei der Kultur-Mall, sage ich mal? Nehmen wir mal das Konsumentenartige weg. Ja, die Mall sind jetzt langsam auch wieder vorbei. Also genau, ich sage Kultur-Mall, wo man eben ganz unterschiedliche Dinge tut, wo man flaniert, liest, etwas anschaut, kommuniziert. Ist das nicht typologisch sogar relativ nahe? Ja, weiß ich nicht. Ich habe da große Bedenken, wenn wir alles zulassen für eine Bibliothek, dass es wirklich so lustig wird, so eine lustige Bibliothek wird, keine Ernsthaftigkeit mehr dahinter liegt, dann verlassen wir unheimlich viele Werte, die die Geschichte gebracht hat, aber auch die Zukunft bringen sollte. Weil, nochmals, die Malls sind im Stadtgefüge, sind langsam am Ende. Es ist eher eine andere Tendenz, dass wieder kleinere Läden kommen oder die großen amerikanischen, wie sagt man denen, wo überall die gelben und grünen und schwarzen Autos rumstehen, wie sagt man denen da? Lieferservice. Lieferservice. Home Delivery machen wir auch. Das machen wir auch. Sie müssen doch die Wohnung nicht mehr. Das ist halt der Punkt, darum brauchen wir die Kommunikation. Wir brauchen Orte für Kommunikation. Die Leute müssen wieder aus der Wohnung raus. Heute können sie in der Wohnung bleiben. Sie müssen nichts, sie können alles bestellen. Aber es ist spannend, oder? Das? Wir können alles bestellen. Und dann ist es so eine Armseligkeit der Vereinzelung und die Menschen hocken zu Hause und kein Leben entsteht mehr und es ist vorbei. Das ist spannend, oder? Das war genau der Ausgangspunkt von Oldenburg mit seinem Third Place. War genau die Situation USA, Vereinzelung, man hat keine Kontakte mehr, deshalb müssen dritte Orte geschaffen werden. Wobei er gesagt hat, Bibliotheken kommen nicht in Frage, weil die sind zu stark reglementiert, zu seriös eigentlich für einen dritten Ort. Also war so ein Hintergrund. Aber ich sehe, dass Sie eigentlich auch am selben Ort ansetzen und mich würde interessieren, was macht dann den Unterschied aus, dass eben Bibliotheken dafür geeignet sind, diese Funktion zu übernehmen und nicht eine Mall und nicht zu beliebig. Wo sind die Grenzen? Weil Sie haben auch gesagt, es gibt keine Grenzen, weil man muss ja frei sein auch nebenbei. Aber trotzdem, darum sage ich ja, es braucht eine Haltung dazu, darum muss also ein Herzstück gebaut werden. Weil ich finde es interessant, wenn ich das sagen darf, die Humboldt-Universitätsbibliothek, wenn draußen ist das Leben, also in den Vorräumen, auf dem Platz, also in allen Räumlichkeiten hängen sie rum und diskutieren sie. Der Spiegel hat mal geschrieben, das sei der größte Kontakthof von Deutschland. Und ich sage den jungen Leuten, wenn ihr eine Frau oder Mann sucht, geht dahin, ihr findet es auch. Das ist ein Topos im Sprechen über super. Bibliotheken. Ich sag, ja. Und das gehört auch ein bisschen dazu zum Leben, dass man Leute trifft, oder? Und ich denke mir, und das ist noch ein Konzept, und das ist halt die Haltung, wo ich haben möchte, dass dann wieder ein Lesesaal da ist, wo absolut Ruhe ist. Sie müssen mal da reingehen, in die Humboldt-Universität, wenn so 800 Leute passen da rein, Mucksmaß und still. Und das finde ich das Tolle, dass es beides gibt und die ist völlig überlaufen, die Bibliothek. Und das gibt uns Recht, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dass wir Haltung aufzeigen. Ich bin auch für dezentral nebenbei, ich brauche nicht unbedingt einen zentralen Lesesaal. Also heute ist halt die große Diskussion, die letzten 15 Jahre, ob man eine dezentrale Leseräume hat oder einen zentralen Leseraum. Wir haben beides geschafft, indem dass wir auf jeder, also abgetreppt haben, auf jeder Etage gibt es unterschiedliche Angebote. Und Sie können das Buch holen und direkt von der Abteilung, so und so Abteilung, können Sie direkt auf die Etage gehen. Und trotzdem gehen Sie dann in ein Raumerlebnis rein. Und das, ich glaube, so, darum habe ich mit der St. Galler Stiftsbibliothek angefangen, weil ich finde das immer noch eigentlich eine Vorzeige-Bibliothek, obwohl das ein Museum geworden ist. Aber trotzdem, oder wie auch in Dublin, das ist auch ein Museum geworden, da wird kein einziges Buch mehr rausgenommen, aber ist halt nicht so. Aber trotzdem
glaube ich, dass der Raum eine unheimliche Wichtigkeit hat. Und das ist in der Tat eine zentrale Diskussion gewesen, denke ich, in den letzten Jahrzehnten. Also Dresden, der neue Lesesaal Staatsbibliothek unter den Linden in Berlin, HG Merz, nochmal zentrale Lesesäle, ist sehr kritisch diskutiert worden als Anachronismus. Und für mich das Gegenbeispiel immer in derselben Stadt ist die Lesesaallandschaft von Hans Scharoun in der Staatsbibliothek in der Potsdamer Straße, die eben dieses Fließende über die ineinander übergehenden Ebenen hat. Darf ich was dazu sagen? Freiheit gibt. Darf ich was dazu sagen? Endlich. Ich finde den Lesesaal von Scharoun finde ich auch hochinteressant. Aber die Gebäude außen mit der Philharmonie gegenüber, eine Katastrophe, städtebaulich gesehen. Reine Katastrophe. Es ist ja derzeit wieder ein großes Thema in Berlin, was aus dem Kulturforum. Ja, aber man muss sich mal vorstellen, Kulturforum seit dem Zweiten Weltkrieg, nennt man das Kulturforum. Und es wird immer verhauener. Jetzt kommt ja noch von einem großen Schweizer Büro auch noch was dazu. Ja. Und es wird nicht besser. Das einzige Gute ist das von Mies, die Nationalgalerie. Galerie. Das einzige, wo es ein bisschen Halt gibt an diesem Ort. Aber ich gebe Ihnen recht, dieses Fließende vom Scharoun innen drin, das hat auch seinen Reiz. Außen könnte man das verbessern, aber egal. Also verlassen wir vielleicht lieber wieder Berlin, wo die Berliner auf dem Tempelhofer Feld lieber weiter grillieren möchten, statt eine Bibliothek von Max Dudler zu haben, und kommen wieder aufs Grundsätzliche. Wäre der Hammer, oder? Ich wollte nochmal auf die Haltung kommen. Sie haben da gesagt, es braucht diese Haltung, und ich konfrontiere Sie vielleicht mit einer Beobachtung, die wir als Bibliothekare machen, zumindest wir hier in der Zentralbibliothek. Dass unser Lesesaal ist so voll wie der Humboldt-Universität, also vielleicht nicht ganz so groß, aber ähnlich gefüllt. Aber gefühlt 90%, vielleicht sind es ein paar weniger, ein paar mehr, der studentischen Benutzer, benutzen diese Bestände, die auch wir im Lesesaal haben, diese schön aufgestellten Freihandbestände, systematisch aufgestellt, mit viel Mühe der Bibliothekarinnen und Bibliothekare, nicht mehr. Sie suchen den Arbeitsort, den Lernort, den Flirtort vielleicht auch. Also die Frage ist ja schon, ist das nicht doch ein Anachronismus, dass wir da, also ich denke an Ihre Visualisierung von dieser riesigen Freitreppe in der Zentral- und Landesbibliothek, die nicht gebaut wurde, mit riesigen Bücherwänden, ist es am Ende nicht... Gleichwohl gefragt, sind die Bücher in unseren Lesesälen nur noch Kulisse? Glaube ich nicht. Ich habe in der Humboldt-Universitätsbibliothek, können Sie mal schätzen, ich lasse Sie mal schätzen, wie viele Bücher werden pro Tag rausgezogen? Weiß es nicht. Ich glaube, es gibt ungefähr 1 Million Bestand in der Freihandbereich. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch einige Tausend? 5.000, ja. Bei im Durchschnitt 7.000, 8.000 Menschen, die da drin arbeiten. 5.000 haben wir ausgerechnet. Und ich finde das eigentlich ein guter Schnitt. Wir müssen dem Buch auch eine Chance lassen, den Menschen eine Chance lassen, glaube ich, dass die Menschen sich auch wieder mal... Ich denke mir, dass das Buch so vom Haptischen her, von allem, eigentlich noch irgendwie eine Überlebenschance hat. Und ich denke mir, in die Richtung muss man ein bisschen Freude zeigen. Also ich denke, bei uns an der Uni ist es halt so, dass je nach Fachrichtung ganz unterschiedliche Haltungen sind. Wir haben sehr heftige Verfechter des Buchs, die sagen, wir können gar nicht arbeiten ohne. Also Sprachwissenschaft, Literaturwissenschaft, beispielsweise Philologien. Und andere Naturwissenschaften, da ist es echt ein Auslaufmodell, weil sie kaum mehr Bücher brauchen. Also diese Differenzierung funktioniert dann trotzdem. Also wenn wir jetzt auch eine Bibliothek einrichten, die praktisch auf Bücher verzichtet, die da stehen, kann das trotzdem diese Rolle, diese Funktion einnehmen, als Treffpunkt und Austausch. Aber ich denke mir, bei der Humboldt-Universitätsbibliothek ist ganz oben so eine wissenschaftliche, kleinere Bibliothek, wo man sich auch anmeldet, sind die teuren Bücher, und die wird sehr gut benutzt, auch da, dass man ein Buch rausnimmt, und die vielleicht noch nicht digitalisiert sind, das kann ja sein. Aber Sie müssen doch jetzt als Bibliothekar-Wissenschaftler oder was der Teufel was Sie sind. Genau, das Sie wissen ja manchmal auch Sie nicht so genau. Sie müssen doch,
Sie müssen doch fürs Buch kämpfen, nicht ich. Ja, aber ich glaube, Entschuldigung. Wir lieben es auch beide, die unbequemen Fragen uns selber zu stellen. Also ganz ehrlich, weil ich muss langsam, wo bin ich da gelandet? Wo wir das Buch abschaffen wollen, also Entschuldigung. Nein. Also ich glaube, wir fragen einfach nach den Tendenzen der Zeit und ich würde das sogar noch einmal zuspitzen, ein letztes Mal vielleicht. Wenn es so ist, dass in der Bibliothek von morgen, in dem Informationsverhalten von morgen, die unkörperlichen Medien, die digitalen, die flüchtigen Medien den größten Anteil des Informationsflusses ausmachen, der konsumiert wird, der genutzt wird. Was ist dann mit diesem Kern der Bibliothek, der Büchersammlung? Sie schreiben, ich zitiere das hier aus Ihrem Beitrag, das ist wie die Juwelenschatulle, das Schatzkästlein in der Mitte der Bibliothek, in der die wertvollsten Stücke aufbewahrt werden. Und dann gibt es äußere Schichten der Inszenierung drumherum. Aber was ist dann künftig in dieser konzeptuellen Mitte? Ist das nur noch eine inszenierte museale Erinnerung an die Juwelen des Buchzeitalters? Sie hören nicht auf, nicht auf. Sie hören nicht auf. Das Salz in die Wunde. Also was soll ich denn dazu sagen? Ich ein Verfechter, obwohl ich in letzter Zeit nicht mehr so viel lese. Aber ich bin ein Verfechter für das. Ich muss das machen. Okay. Ich muss das machen. Also wir stellen uns, glaube ich, diese Frage, weil Herr Mumenthaler hat es angesprochen. Ich glaube nicht, dass es zur Inszenierung gehört. Ja. Also mal jetzt ernsthaft, ich denke mir, dass es schon gerecht, zum Beispiel jetzt, Sie sprachen da von der in Essen, die Folkwang-Bibliothek an, weil da gibt es so Schriften über Tanz und Musik aus dem 12. und 13. Jahrhundert. Und die sind schon sehr wertvoll, das ist auch, glaube ich, der große Bestand eigentlich, oder in Münster auch, da gibt es ganz große Bestände aus dem 13., 14. Jahrhundert. Und die sind auch separat gesichert und was der Teufel war. Aber ich glaube, die haben doch, wenn sie diese Sachen wegdenken, dann gibt es keine Zukunft mehr, ganz eindeutig. Genau, und ich glaube, uns hat beschäftigt, ich habe es also, aus der... Verstehen Sie, was ich meine? Ja. Wenn Sie die wertvollen Sachen, die ganze Geschichte, wo wir uns entwickelt haben, wenn sie wegfallen als Dokument, dann wird es armselig auf der Welt. Genau, ich glaube, wir sind uns ganz einig, dass das... Ja, vielen Dank. Dass die Bewahrung dieses Erbes natürlich die vornehmste Aufgabe von uns wissenschaftlichen Bibliotheken ist. Die Frage war, glaube ich... Gottlob. Wie sieht man es im Raum? Was erlebt der Benutzer davon? Und auch die Frage, kann die Aura, die alle beschreiben, es ist so toll, in der Bibliothek zu lernen, zu studieren, es ist ein besonderer Ort, ist diese Aura noch da, wenn dieser Bezug sozusagen nicht mehr gelebt wird in der Praxis? Ich glaube, das war ein bisschen die Frage. Aber ich denke, wir haben das Thema jetzt hier sehr schön mehr als angerissen, würde ich sagen. Ein weiterer Punkt, den wir vielleicht ansprechen sollten, ist, dass wir auch den Benutzer gar nicht mehr so klar fassen können. Also ich habe eben angesprochen, wir haben diejenigen, die zum Lernen kommen. Wir haben hier in der ZB sehr viele, die zum Ausleihen kommen. Wir haben Besucher von Kulturveranstaltungen und wir haben Forschende, die sehr gezielt mit bestimmten Beständen in unseren historischen Sammlungen arbeiten. Und dann gibt es eben die gar nicht mehr kommen und die uns auch intensiv nutzen, die unsere elektronischen Angebote nutzen. Haben Sie eine Antwort darauf, wie man mit dieser Fragmentierung der Nutzerschaft umgehen könnte, wenn man eine neue Bibliothek in ihrer, Sie haben von der Vielfalt der Funktionen ja gesprochen, entwirft? Ja, die Nutzer sind ja wichtig, um zu sehen, ob sie jetzt ein Kunstwerk betrachten oder in einer Bibliothek ein Buch rausholen. Ich meine, der Nutzer ist eigentlich das Zentrum der Bibliothek. Und das wird auch so bleiben. Weil ich denke mir, wenn er am Platz sitzt und seinen Computer rausnimmt, ist er trotzdem ein Teil des Gesamten. Ich sehe das eigentlich sehr, sehr universal, wenn einer in die Bibliothek reingeht und da 5 Stunden arbeitet. Und zwischendrin vielleicht ein Buch rausnimmt, um sich zum Beispiel einfach mal zu lesen und nicht immer auf den Computer zu schauen. Das heißt, trotzdem ein Teil des Gesamten ist. Ich denke mir, das ist eigentlich das Interessante. Ähnlich wie bei einem Museum oder wenn Sie im öffentlichen Raum, durch den öffentlichen Raum gehen. Ich denke mir,
der Mensch ist eigentlich der, der öffentliche Raum, und das ist die Bibliothek, ist auch ein öffentlicher Raum, eigentlich bestimmt. Ich würde das alles umdrehen. Sie haben das auch im Grimm-Zentrum erläutert, das Gegenüber, das ganz wichtig ist, dass da diese Interaktion, der Austausch stattfindet. Und das ist quasi wie ein Teil der Bibliothek, dass diese Interaktion stattfindet. Auch dieses so. Gegenüber, das erscheint mir sehr wichtig. Ja. Also ich glaube, das ist auch der Grund, warum das zum Beispiel, also ich bin ja ab und zu gewesen in der Bibliothek, in der Grimm-Bibliothek. Und das ist schon interessant, wie die Leute so gegenüber sitzen und nicht in eine Richtung. Viele Bibliotheken sind an eine Wand gerichtet und da haben kein Gegenüber. Ist es auch das, was Sie haben selber den Begriff in Ihrer Präsentation verwandt, als soziale Integration verstehen würden, diese Funktion? Genau, das Gegenüber. Und vor allem, ich denke mir, was nochmal ist wichtig, auch ein öffentlicher Raum, ein Platz, ich rede jetzt über Städtebau. Über einen Platz, eine Gasse, eine Straße, wo es zum Beispiel in Zürich funktioniert, nur einwandfrei, weil es tolle Räume gibt, wo Sozialverträge sind, wo Leute sich treffen können. In Deutschland gibt es viel, weil da unheimlich viele durch den Krieg zerstört sind. Diese historischen Plätze gibt es teilweise nicht mehr, wurden auch nicht mehr neu definiert. Und das ist gerade in der Zwischenstadt, also außerhalb, in den Bordieus, in Frank, da entstehen keine Räume. Und so sehe ich das, dass die keine interaktive Sache, die Menschen können nicht mehr miteinander diskutieren, weil es keine Räume mehr gibt. Nicht mehr treffen. Das glaube ich Wahnsinn. Darum finde ich immer noch wichtig, dass es Bibliotheken gibt, egal ob sie einmal ein Buch rausnehmen oder nicht. Wobei das ja in Zürich, denke ich jetzt gerade, wo Sie das sagen, eine der Kritiken zum Beispiel am Europaallee-Quartier ist, dass diese räumliche Qualität im Ensemble nicht wirklich entstanden ist, sondern eine gewisse Unbehaustheit. Entschuldigung, das kann ich. Da muss man schon noch Zeit geben. Okay. Glauben Sie mir, weil es wurde gab es einen sehr interessanten NZZ einen Artikel, wo das wieder anders beschrieben worden ist. Ich finde die Europaallee eigentlich sehr gelungen. Wenn ich das sagen darf, weil man muss natürlich, die Leute müssen, wie ein schönes Bild, oder sie müssen auch eine Bibliothek oder ein schönes Bild, wenn sie müssen sich auch auseinandersetzen mit dem Bild, bis sie das kaufen. Und erst in der Auseinandersetzung wird es so Kunst. Und so sehe ich das auch im Städtebau, erst in der Auseinandersetzung, die Menschen, das ist doch scheiße, sagen sie, und nach etwa 5 Jahren sagen sie, so was Tolles habe ich noch nie gesehen. Das ist auseinander. Das muss, der Mensch muss auch lernen, wieder mit neuen Räumen umzugehen. Und das finde ich das Interessante. Also darum denke ich, ich habe ja angefangen mit Räumen, dass wir für die Bibliotheken Räume brauchen. Und das ist entscheidend. Und nicht jetzt so eine Landschaft, so eine Einkaufslandschaft. Ja, und es ist ja interessant, Sie haben diese Zeichnung von Boulez gezeigt, die eben Fantasien sind oder Zeichnungen geblieben sind, wo ja nicht nur also die Typologie zum Lesesaal Grimm-Zentrum, die war augenfällig, aber auch bei, ich habe es so verstanden, auch bei Boulez ist das schon ein Ort der sozialen Interaktion, da sind es vielleicht die Gelehrten, die Gebildeten, die miteinander in diesem quasi Austausch auf der Agora stehen, nicht wahr? Ja. Vielleicht einmal von den großen Linien zu ganz praktischen Fragen. Wir haben am Anfang schon damit begonnen. Mich würde ja interessieren, wenn Sie mit Ihrem Büro und Ihren Mitarbeitern einen Wettbewerb für einen Bibliotheksneubau gewonnen haben. Dortmund haben wir jetzt gesehen oder Gießen und den Auftrag erhalten. Mit wem sprechen Sie eigentlich zuerst? Mit der Bauherrschaft? Also im Fall von Bibliotheken ist es dann oft das Hochbauamt oder die Liegenschaftsabteilung der Hochschule. Oder mit den künftigen Nutzern oder mit den Bibliothekaren? Ich sage Ihnen, vor etwa 10 Jahren war es einfacher. Heute müssen Sie mit allen reden. Ja. Und mit wem reden Sie am liebsten? Wie? Mit wem reden Sie am liebsten? Bibliothekarinnen.
Das war natürlich das, was Sie hören. Das war die richtige Antwort an dieser Stelle, ja. Das als Witz habe ich jetzt gesagt. Entschuldigung, das ist wieder typisch Dudler. Nein, der Hintergrund meiner Frage war, wir als Bibliothekare sprechen heute eben bei der Entwicklung unserer Dienstleistungen eben gern von partizipativen Vorgehen, Co-Creation. Das machen wir alles. Das machen Sie auch, wenn Sie eine neue Bibliothek bauen. Sie ja, unbedingt. Reden Sie mit den Studierenden oder mit Exponenten dieser Generation, die dort arbeiten und lernen wird? Es gibt jetzt auch so einen Studentenausschuss, also in Gießen zum Beispiel, reden wir wirklich mit vielen Menschen. Und ich denke mir, das ist auch wichtig heutzutage, um Verständnis für eine gewisse Situation zu haben, muss man mit den Menschen reden. Also auch größere Projekte, wo wir also städtebauliche Projekte, müssen wir immer kommunizieren mit der Bevölkerung. Anders geht es halt nicht mehr, was auch richtig ist, finde ich. Und Sie empfinden das dann als Mehrwert? Also jetzt, ich nehme noch mal Bezug auf die Bibliothekare, Bibliothekarinnen. Also wenn Sie jetzt eine Bibliothek bauen, kriegen Sie da wichtige Inputs? Oder was hat das für einen Stellenwert für Sie? Nee, ich glaube, dass wenn wir mit den Nutzern reden, denke ich mir, dass schon wichtig ist, dass wenn man also über die Materialien redet, über die Grundstruktur, also über den Wettbewerb, sind ja meistens Wettbewerbe, ist halt das schon im Vorfeld unheimlich geklärt, wie die Funktionen zueinander gemacht worden sind. Also haben da die Bibliothekare und die Nutzer schon mitgeredet. Aber dann geht es auch darum, dieses Konzept auch mit allen Menschen das zu besprechen, auch vorwiegend mit den Nutzern, aber auch die ich finde es wichtig, dass die sich auch wohlfühlen über die Materialien, wo man verwendet und so Sachen. Ich finde das schon interessant. Auch die Beleuchtung ist sehr wichtig für eine Bibliothek. Und wenn wir von Nutzerinnen und Nutzern sprechen, dann gibt es ja noch andere Nutzerinnen und Nutzer, nämlich eben die Menschen, die dort arbeiten. Das würde uns auch interessieren. Denken Sie an die Personen, die arbeiten in den Bibliotheken? Logisch, ich denke an alle Menschen. Also ich frage es vor dem Büro denkt an alle Menschen, ist nicht so. Also ich frage es vor zweierlei Hintergrund. Ich habe vorhin schon mal von der Berliner Staatsbibliothek gesprochen, die ich persönlich gut kenne. Und dort ist es so, dieses Charun-Gebäude ist ein Traum für die Benutzer, aber es ist teilweise sehr schwierig für die Mitarbeitenden, weil irgendwie der Esprit, sag ich jetzt, vom Charun hat auf diesen großartigen Landschaft für die Benutzer gelegen. Und die Frage, wie kann das funktionieren, Benutzer mit Mitarbeitern? Klassisch haben wir ja in der Bibliotheksarchitektur diese funktionale Trennung. Da gibt es einen Verwaltungsteil, einen Magazinteil, einen Lesesaal. Heute denken wir, es gibt viele Interaktionen, Berührungspunkte zwischen Backoffice und Benutzung, zwischen Innen und Außen. Und vor diesem Hintergrund eigentlich die Frage, welche Rolle spielt der Betrieb Bibliothek in Ihren Entwürfen? Ist schon wichtig, also vor allem der Betrieb, die Rückführung der Bücher und da sind ja unheimlich viele Funktionen, wo man mit denen auch besprechen muss, also mit den Bediensteten, also die, die das betreiben. Aber das in jedem Gebäude, ob es jetzt ein Spital bauen oder ein Museum, der Betrieb ist eines der wichtigsten Sachen, wo man ganz am Anfang auch bestimmen muss. Und da müssen die Leute, die das betreiben, auch was dazu sagen. Ja. Danke. Zwei Fragen möchte ich noch unbedingt loswerden, bevor wir dann noch in die Diskussion mit Ihnen und Max Dudler eingehen. Das eine ist, wir haben jetzt über die große architektonische Geste viel gesehen und gesprochen, das Grimm-Zentrum als wirklich ein Landmark-Bau für Bibliotheken. Sie haben ja auch viele Erweiterungs- und Umbauten in historisch gegebenen Ensembles realisiert und Bauen im Bestand ist für viele Bibliotheken, also gerade hier in der Schweiz, wo wir keine Kriegszerstörungen hatten, auch eine gegebene Ausgangslage. Das jüngste Beispiel, wo die Momentale als mein Mitdiskutant kennt das gut, ist die denkmalgerechte Sanierung der Zentral- und Hochschulbibliothek in Luzern, die aus den 1950er Jahren stammt. Mich würde interessieren, wie attraktiv ist das für Sie in einem durch ein Bestandsgebäude vorgegebenen Rahmen, im Fall Bibliothek, Ihren Ideen zu Bibliotheken durch eine Ergänzung, durch ein Eingehen auf den gegebenen Kontext Gestalt zu verleihen? Das ist eigentlich fast interessanter als ein Neubau, wenn okay. Ich das sagen darf. Weil Sie haben das gezeigt in Augsburg, diese Bibliothek, wo wir alt und neu zusammenfügen zu einem gesamtheitlichen Gebäude.
Und ich denke mir, das ist ja immer wieder interessant. Wir haben ja viele, die Wiege der deutschen Demokratie, das Hambacher Schloss, haben auch erweitert und neu dazu gebaut und viele andere Sachen. Ich baue einen Kontext, das ist eigentlich heute eigentlich ein wichtiger Ansatz, die europäische Stadt weiterzudenken, im Großen jetzt und im Kleinen genauso. Jetzt haben wir einen neuen, schönen Auftrag in Rom, die Herziana auch immer im Bestandsgebäude weiter zu entwickeln. Auch eine sehr wichtige Bibliothek, die Herziana. Eine sehr wichtige kunstwissenschaftliche Bibliothek. Und ich denke mir, das ist eigentlich interessant, dass wir schon vor 20 Jahren angefangen haben, wo so dieses Bauen im Bestand. Das ist einfach diese Auseinandersetzung zwischen alt und neu. Das ist eigentlich das, was eigentlich die Architektur ausmacht, wenn man da so historische Städte wie Zürich anschaut. Da hätte man ja viel nur anders reagieren können, wie man die europäische Stadt, dazu zähle ich Zürich auch dazu. Ja. Obwohl wir nicht in der EU sind. Im fatischen Sinne würde ich sagen, ja. Aber ich finde das interessant, dass man die europäische Stadt hat so viele gute Strukturen, dass man nicht immer neu erfinden müsste. Denn die Stadtentwicklung wäre anders gelaufen, als dass wir so Vorstadt kriegen mit so Blöcklein, wo wirklich wieder keine Räume sich darstellen. Und ich denke mir, das sehe ich halt auch im Kleinen, wenn Sie in ein wunderschönes Gebäude eine Bibliothek reinbauen, nur als Beispiel, dass man dieses Weiterbauen eigentlich hochinteressant ist. Ja. Also ich würde gern in der Schweiz in die Richtung arbeiten. Sie nehmen meine letzte Frage vorweg mit diesem kongenialen Überleitung. Das wollte ich nämlich fragen. Ihre bisherigen Bibliotheksprojekte, wenn wir die Pädagogische Hochschule mal ausnehmen, weil das eigentlich der Campus ist, in dem auch die Bibliothek integriert ist, die sind alle, soweit ich sehe, in Deutschland situiert. Ja, und ich würde natürlich wissen, würden Sie gerne eine Bibliothek in der Schweiz, das haben Sie eigentlich jetzt gerade schon beantwortet, neu bauen, ergänzen oder umstellen. Aber jetzt würde ich natürlich gerne noch wissen, oder wir, glaube ich, würden das beide gerne wissen, gäbe es einen Wunschort oder ein Wunschgebäude, das Sie gerne angehen würden? Ich bin richtig glücklich, dass man in Rom dieses kleine, die Herziana weiterbauen dürfen, da bin ich so glücklich, ganz ehrlich, mit Rom, da kommt die Schweiz nicht gegen Rom an, Entschuldigung. Aber, also nach dem, was wir heute gehört haben, könnte ich mir vorstellen, vielleicht, wenn es einmal ein Erweiterungsgebäude im Klosterbezirk in St. Gallen bräuchte, dass Sie an uns denken, vielen Dank. Das wäre doch ein wunderbares Projekt für Max Dudler, scheint mir. Es gibt noch viele andere nebenbei. Also wir würden an dieser Stelle, herzlichen Dank bis hierher, wir würden an dieser Stelle gerne nochmal öffnen. Ich denke, Max Dudler ist noch bereit, auch auf Fragen aus dem Publikum zu antworten, mit Ihnen in Dialog zu treten. Frau Troxler, unsere Regie heute Abend hier, Leiterin der Kommunikation in der Zentralbibliothek, bringt Ihnen ein Mikrofon, wenn Sie kurz ein Handzeichen geben. Und hier vorne haben wir die erste Frage. Und gerne warten Sie bitte immer, bis das Mikrofon da ist, weil sonst die Zuschauer auf YouTube natürlich Sie nicht hören können. Ja, Hubertus Adam, mein Name. Ich habe eigentlich eine Anekdote und eine Überlegung oder eine Frage. Die Anekdote ist folgende: Wenn man hier über den See rüberschaut zum Mythenkay, gibt es den Hauptsitz der Swiss Re, ein schönes Gebäude von Roger Diener. Und dort oben im obersten Geschoss befindet sich auch eine Bibliothek, also das heißt Library, der Raum. Und in dieser Bibliothek gibt es keine Bücher und auch keine Regale. Und als ich dann gefragt habe, was das eine für eine Library ist, sagen sie, Library, das steht eigentlich so für cozy und etwas ruhig. Und das heißt also, das würde vielleicht auch etwas erklären für die Benutzer, die den Raum aufsuchen, um vielleicht nicht die Bücher auszuleihen. Das gibt es eben, glaube ich, auch. Und ich habe in den 80er und 90er Jahren in Heidelberg studiert und in der Universitätsbibliothek war es seinerzeit auch so, dass man morgens halt es war am juristischen Institut und die meisten einfach die Sitze waren belegt oder die Tische waren belegt mit Schönfelder deutschen Gesetzessammlung und es wurde, glaube ich, nicht die Bücher der Universitätsbibliothek konsultiert. Aber das nebenbei. Die Frage ist eigentlich, das ist von dir, Max, du hast das sehr schön, fand ich, irgendwie aufgedröselt, auch diese Tradition des Lesesaals und eigentlich geht es darum ja eigentlich um die symbolische Wissensrepräsentation. Also das war bei den monastischen Bibliotheken auch noch so, dass meist oben auch noch die ganz unterschiedlichen Disziplinen angeschrieben waren und das setzt sich dann fort mit diesem Idealentwurf von Boulez. Und wir haben so einfach das Wissen der Welt, was panoramatisch um die Nutzer versammelt ist, wenn man das beispielsweise noch hat bei
beim Lesesaal des British Museums in London mit der Rotunde, oder das setzt sich dann fort bis ins 20. Jahrhundert in Stockholm in der Bibliothek, wo man das auch noch hat. Und irgendwann ist das dann unglaubhaft geworden. Also wir glauben nicht mehr ganz, dass es möglich wäre, dieses Wissen komplett um den Menschen zu versammeln. Und das wird brüchig, diese Vorstellung. Dann kommen die Leselandschaften. Aber was mich jetzt interessiert, ist ja eigentlich, dass du dich wieder beziehst auch auf diese traditionellen Typologien mit dem großen Lesesaal, der das noch tut. Aber was ich spannend finde im Humboldt-Zentrum, das hat mich immer irgendwie auch herausgefordert, wie ich das interpretieren soll. Man sieht tatsächlich mehr das Gegenüber als die Bücher. Das unterscheidet das ganz, ganz stark von den Entwürfen von Boulez oder auch von den monastischen Konzepten. Die Bücher treten fast so etwas diskret in den Hintergrund. Die Architektur, also es wird dieser große Saal, der ruft nochmal das in Erinnerung im Grunde genommen, aber so ganz glaubhaft ist es nicht mehr. Ist das eine Überinterpretation? Man könnte das so sehen. Die Frage ist doch nur, Eingangsbild ist, dass egal, was mit dem Raum passiert, wir müssen Räume bauen. Da sind wir vielleicht d'accord. Und das letzte Bild von der Bibliothek in Dortmund, denke ich mir, das ist wieder Raum neu interpretiert, wie auch in der Humboldt-Universitätsbibliothek diese Orientierung auf die eine Seite zur Museumsinsel, wo man auch durchschauen kann, wenn man im Raum drinsteht, die Öffnung nach draußen, das ist eine neue Entwicklung, und auf die andere Seite zur Friedrichstraße hin. Ich denke mir, und das wird ein moderner Raum werden, und der bleibt auch modern. Und dass die Bücher da in den Hintergrund treten, das ist nur ganz wenig nachvollziehbar, weil man sieht immer, ich könnte jetzt Bilder zeigen, wenn man in den Raum drin sitzt, sieht man immer Bücher. Wenn man leicht seitlich hochschaut, sieht man immer Bücher. Wir haben auf der einen Seite sind die Bücher und auf der anderen Seite sind die Erschließungstreppen und so. Aber ich möchte jetzt eigentlich nicht diese Bibliothek verteidigen. Das haben wir vor 15 Jahren, war mal das ein toller Entwurf und der bleibt auch toll. Aber vielleicht gibt es, wie in Dortmund, wieder völlig neue Raumsequenzen. Und ich denke, ich rede ja nur, dass es Räume gibt, dass die Leute Treffpunkte haben, Möglichkeiten der Kommunikation. Und wie das entsteht, das muss jeder selber Architekt irgendwie entwickeln. Aber ich rede nur, dass wir städtebaulich wie auch vom Raumgefüge innen drin, dass wir interessante Räume schaffen, wo Kommunikation entstehen kann, wo die Leute sich rumhängen können, wo die Leute irgendwie eine Bibliothek wahrnehmen als Thema. Weil ich denke mir, das ist schon wichtig, dass das Thema Bibliothek nicht verschwindet, dann sind dann auch Bücher da drin, aber vielleicht immer weniger oder vielleicht immer mehr. So würde ich mal als Ostschweizer, als Schweizer das sagen, als neutrale Schweizer. Vielleicht haben wir die Chance, dass die Bücher wieder mehr werden, oder? Interessant am Beispiel, vielleicht als Seitenbemerkung des Grimm-Zentrums, ist ja, dass dort der Bestand komplett quasi in diese Umgebung des Lesesaals integriert ist und es nur in ganz beschränktem Maßen noch Magazine gibt für Sonderbestände, wenn ich das richtig will. Ja. Während wir ja in vielen Bibliotheken, so auch hier in diesem Hause, eben noch große Magazingeschosse haben, die teilweise das auch zugänglich sind. Gibt es ja gar nicht in der Humboldt, genau. Im Grimm-Zentrum ist der gesamte Bestand eigentlich um den Lesesaal herum organisiert. Also das ist sicher ein besonderer Fall. Weitere Fragen, und der Herr, der eben gefragt hat, hat es richtig gemacht. Sie dürfen gerne Ihre Maske auch abziehen, wenn Sie eine Frage stellen. Gibt es weitere Wortmeldungen, Fragen, Anmerkungen zu Max Dudler? Keine. Ich hätte sonst auch noch, ich springe mal noch kurz in die Bresche, mir ist in den Sinn gekommen, wegen den vielen Funktionen, die Sie auch gesagt haben, dass sie wichtig sind oder für die Bibliothek. Wir haben verschiedene Bereiche, das konzentrierte Lernen, dann das Flanieren, Rumhängen. Das ist doch auch gerade für die Akustik eine Herausforderung.
Wie sehen Sie das und wie gehen Sie damit um, jetzt konkret in der Planung, diese Zonen, diese Bereiche mit unterschiedlicher Nutzung zusammenzubringen? Das ist sehr wichtig. Also wenn die, unsere Lesesäle, egal ob sie in Holz sind oder nicht, die sind natürlich alle aus akustischen Gründen entwickelt worden. Auch da in der Humboldt-Universität sind das ganz feine Löchlein, wo dahinter Wärme, also nicht Wärme, sondern Dämmmaterial drin ist. Und das hat eine super Akustik da drin. Und in anderen Räumen soll es auch ein bisschen lauter werden, dass ein bisschen Stadtgefüge aufkommt. Ich denke mir, man muss alles, die Akustik muss halt immer so sein, wenn ein Restaurant, nur als Beispiel, ein Restaurant muss auch ein bisschen Lautstärke haben. Wenn das so gedämmt wird, dass wir sie im Wohnzimmer drin sind, dann hat das kein Feeling für ein Restaurant. Und in der Bibliothek muss Ruhe sein und in anderen Räumen muss wieder eine andere akustische Maßnahme getroffen werden. Ist das realisierbar, auch wenn die Flächen nicht so klar, also im Grimm-Zentrum ist das ja klar auch mit Türen und Glas und so abgegrenzt, der zentrale Kubus, wenn die Flächen ineinander fließen, oder ist es dann schwierig, diese... Ja, da bin ich aber der Meinung, es muss irgendwo, also da bin ich wirklich der Meinung, man muss irgendwo, wenn man einen konzentrierten Raum haben will, muss der abgeschlossen sein. Das ist zum Beispiel, Sie sind ein Charun-Fan innen drin, habe ich gemerkt. Und es ist ein großartiges Gebäude. Ja, innen, da gebe ich Ihnen recht, innen. Aber innen drin ist manchmal der Lärmpegel sehr hoch. Es funktioniert noch erstaunlich gut dort, aber in der Tat. Ich auch, ja. Also hier in der Zentralbibliothek zum Beispiel haben wir durchaus diese Probleme. Wir haben 4 durchgängige Geschosse und es gibt durchaus Fragen der Lärmausbreitung. Gibt es weitere Fragen noch oder Anmerkungen? Ja. Ladina Chanda. Ja, ich komme so ein bisschen in Identifikationsschwierigkeiten hinein. Ich habe gerade heute Morgen eine lange Sitzung gehabt mit dem Forum UZH. Das ist ja das neue Gebäude der UZH. Lehr- und Lernort, da drin ist auch eine Bibliothek. Und die Bibliothek, die wächst eigentlich ins Lernzentrum hinein, kommt ins Forum. Aber auch die Hörsaal und die Studierenden kommen irgendwie in die Bibliothek hinein und man weiß gar nicht mehr so genau, was meint eigentlich das Wort Bibliothek. Ist es jetzt nur der Ort, wo die Bücher stehen und der leise Lernort ist? Oder sind es auch die lauten Lernarbeitsplätze vor der Bibliothek? Gehört das dazu oder gehört das nicht dazu? Ich weiß, es ist ein total guter Ort des Austausches, aber wo beginnt die Bibliothek und wo beginnt das Studium oder die Seminarräume oder andere Forumsarbeitsplätze. Von welcher Bibliothek reden Sie? Die gibt es noch nicht. Aha. Die wird erst gebaut, 2027 soll das sein, das ein Gebäude gegenüber dem Hauptgebäude. Und es, von der Struktur her ist es ein Forum mit etwa 7 Stockwerke und in der Belle Etage, da ist das Bibliotheksstockwerk, welches einen Buchbestand beinhaltet, Lesesaal beinhaltet, aber auch laute Arbeitsplätze beinhaltet. Und für mich ist es dann eben auch so die Frage, ja, wer betreibt jetzt die lauten Arbeitsplätze? Sind das Bibliotheksarbeitsplätze oder sind das Arbeitsplätze des Facility Management? Aber was ist Ihre Frage? Entschuldigung. Was ist die Bibliothek? Ist die Bibliothek einfach die Bücher und die leisen Arbeitsplätze oder ist es auch noch mehr? Ist es das rundherum auch? Ich hoffe, dass es mehr ist. Ich kenne die Pläne nicht, aber ich auch. Oder aber ich denke, man kann es ähnlich fragen für pädagogische Hochschule, für zum Beispiel hier Toni Areal, das Medien- und Informationszentrum in der Hochschule der Künste, die ja auch Teile von Campusgebäuden sind, wo die Funktionen Lehre, Studium, Bibliothek, Facilities verschiedener Art. Die Frage ist, glaube ich, deine Frage ist, wie grenzt es sich noch ab? Ist es erkennbar als Bibliothek? Gibt es eine Raumidentität noch für die Bibliothek in solchen Campusgebäuden? Aber das hängt ja viel von den Funktionen ab, wie groß das so eine Bibliothek ist, wie groß das so ein Zentrum ist, wo die ganzen Besprechungsräume drin sind. Ich denke mir, eine Bibliothek, wenn Sie das letzte Projekt annehmen von der Universitätsbibliothek in Dortmund, da haben auch sehr viele so abgeschlossene Räume, wo Besprechungen, also so Gruppenarbeitsplätze und so Sachen.
ich denke mir, das gehört zu einer modernen Bibliothek, gehört unterschiedliche Bereiche dazu, die noch zu benennen sind. Ich denke mir, ich würde Ihnen einfach das ganze Haus als Bibliothek und Konferenz oder Haus. Das wäre auch unser Vorschlag gewesen. Ja. Das empfinden wir sehr gut. Ich kann Ihnen auch noch einen Namen erfinden, oder? Das ist, ich glaube, es geht auch darum, dass wir das auch in Anspruch nehmen oder als Bibliothek sagen, das ist unser Bereich und das gehört dazu. Also ich habe das auch mal in Luzern an der Musikhochschule, ging es auch darum, wo ist Bibliothek und wo sind dann andere Räume zum Üben und Musikinstrumente oder Aufnahmegeräte ausprobieren. So. Und sie haben dann das eigentlich auch als Gesamtes, als Bibliothek bezeichnet und damit eigentlich vereinnahmt für die Bibliothek. Es geht da, glaube ich, auch um Bezeichnungen und sich auch selbstbewusst darstellen. Also wir nehmen das jetzt mal mit als Auftrag von Herrn Dudler, dass wir selbstbewusst da sagen, das ist... Auftrag, oder was? Ja, Sie haben ihn schon gegeben, danke. Okay. Ja, herzlichen Dank, Max Dudler, für das Gespräch, für das gemeinsame Nachdenken. Ich glaube, wir haben gemerkt, es gibt auch interessante Spannungsfelder-Diskussionen zwischen analog und digital, zwischen dem Buch als dem philosophischen und konzeptionellen Kern der Idee der Bibliothek und dem, was noch kommen wird. Mir ist ein Zitat aus dem Buch von Ihnen da nochmal in den Sinn gekommen. Sie schreiben dort, es gehe auch darum, to curb the destructive forces of modernity in favor of an architecture that draws its strength, its future from history and tradition. Und ich glaube, das haben wir gehört. Das ist ein wichtiges Bekenntnis von Max Dudler. Diejenigen, die heute hier im Raum sind, haben noch die Möglichkeit, jetzt im Anschluss an dem Büchertisch, den die Buchhandlung Hochparterre uns dort hinten aufgebaut hat, auch noch Literatur von und über Max Dudler zu erwerben und vielleicht auch zu signieren zu lassen, wenn Sie das wünschen. Allen, die uns zugeschaut haben von ferne, und wir sind natürlich jetzt schon gespannt, wie groß das Interesse für diese Veranstaltung war, und Ihnen hier im Raum sagen wir einen ganz schönen Gruß aus Zürich, in die nicht hier in Zürich sind, und allen anderen einen schönen Nabig miteinander. Und vielen Dank, dass Sie da waren, und nochmal herzlichen Dank an Max Dudler. Danke.